Hey ho zusammen und herzlich willkommen zurück zu The Dark Project Gold, beziehungsweise Thief. Wir befinden uns immer noch im Feuerturm und wollen gerne an den Schlüssel rankommen, der uns in den Hauptturm bringt, in dem hoffentlich der, was suchen wir eigentlich hier? Den Erdtalisman, richtig? In dem hoffentlich der Erdtalisman versteckt ist. Beim letzten Mal haben wir schon festgestellt, dass die Feuermagier ziemlich hitzebeständig sind und dass dieser Turm größtenteils einfach aus richtig, richtig nervigem Metall besteht. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob hier überhaupt irgendwer rumläuft. Aber sicher ist sicher, meine Freunde. Sicher ist sicher. Das Blöde ist, dass man hier diese Lampen natürlich auch nicht ausschalten kann. Das ist sehr hilfreich für uns. Ja. Ich mag es nicht, wenn hier alles so laut ist. Ich will aber einmal ganz kurz gucken. Da hinten geht es doch auch weiter, richtig? So, hier. Was haben wir hier? Ah, das ist eine Kiste. Hallo, Loot. Ein Feuerpfeil. Na toll, der wird mir gegen die Feuermagier nichts bringen. Denn, was ich wahrscheinlich noch gar nicht erwähnt habe, huahaha, die Magier sind gegenüber ihres Elements komplett immun. Das heißt, wenn ich Feuermagier jetzt mit Feuerpfeilen angreifen würde, würde ich denen keinen Schaden machen. Genauso wie ich Luftmagier nicht mit Gaspfeilen ausnocken kann. Das bringt überhaupt nichts, weil das nun mal deren Element ist und dagegen sind die halt immun. Das ist ein bisschen blöd, aber ist nun mal so. Und demnach bringen mir Feuerpfeile hier im Feuerturm relativ wenig. Das Einzige, was mir hier was bringen könnte, wären die Gaspfeile. Die Lampe da vorne kann ich natürlich wieder nicht ausschalten. Ich habe auch keine Ahnung, wie weit die Fraggles da vorne von mir entfernt sind. Die Schritte hören sich relativ weit weg an. Habe ich gespeichert? Ich glaube, ich habe gespeichert. Jetzt muss ich wieder warten. Ich muss auch gucken, dass ich mir vielleicht noch ein paar Moospfeile aufhebe für... Aha, shit. Die Treppe war aus Metall, richtig? Au, fuck. Ja, mein Facebook ist wieder offen. Oh, ich glaube, das war auch mein werter Mitbewohner. Nee, kann eigentlich gar nicht sein. Das ist auf meinem Handy aber leider noch nicht angekommen. Okay, ich glaube, sie haben wieder von mir abgelassen. Ich werde hier aber trotzdem zur Sicherheit mal einen Moospfeil hinpacken, der nicht wirklich was gebracht hat, offensichtlich. Doch, jetzt. Einmal schnell speichern. Wir sind bei 3 Minuten. Einen kleinen Moment, ich muss kurz die Nachricht beantworten. Ich bin sofort wieder da. So, ich bitte vielmals um Verzeihung. Da bin ich wieder. Und weiter geht's. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo es jetzt hier genau weitergeht. Aber ich glaube, hier nicht. Ich höre auch jemanden auf Metall laufen. Das heißt, es wird wahrscheinlich hier geradeaus weitergehen. Hier, das ist also einfach nur ein nichtsnutziger Raum. Baby, Scheiße. Oh mein Gott, das war knapp. Ich wusste nicht, dass sie hierher kommen. Ich dachte, das wäre einfach nur so ein Raum, durch den ich jetzt durch muss. Aber offensichtlich laufen die auch hier durch. Hat ja nochmal gut gegangen. Ist, ja, hat nochmal geklappt. Ist nochmal gut gegangen. Das war jetzt irgendwie eine Mischung aus den beiden. Und schnell speichern. Irgendwie bin ich jetzt gerade nur noch am schnell speichern, aber das ist mir jetzt egal. Einmal einen Moospfeil da vorne hinflätzen. Und ich würde so verdammt gerne diese Lichter ausmachen, aber nein. Ich habe wirklich richtig Angst, dass hier jetzt irgendein Magier vorbeikommt. Oh.
Und nee, komm, das polstere ich jetzt auch noch. Und mich hier weghaut. Ich hab Angst. Okay, aber hier läuft offensichtlich keiner längs. Doch. Ich mache auf jeden Fall die Fackel da oben aus. Es kann sein, dass es hier jetzt hin und wieder nochmal blinkt, weil ich immer noch mein Facebook offen habe. Ich war jetzt nicht so schlau, es auszumachen. Tut mir leid. Ich verballer hier jetzt einfach meine ganze Moospfeile, weil ich mega Schiss habe, dass mich diese Magier entdecken. Oh, ein Heiltrank. Oh, das ist schön. Das ist sehr schön. This is wonderful. Wer oder was läuft hier woher? Oh nein, Metalltreppe, na super. So, schön vorsichtig, schön langsam. Hier kann ich jetzt natürlich nicht vorbeigucken. Das ist ganz blöd geregelt hier, Leute. Das ist echt kacke. Jetzt kann ich hier vorbeigucken. Ach, das sind die zwei Experten hier. Da habe ich beim letzten Mal einen Gaspfeil für benutzt. Habe aber keine Ahnung, ob ich von hier aus schon einen zünden kann, ohne dass die mich bemerken. Auf jeden Fall müssten sie mich von hier aus schon sehen. Das ist blöd. Huch. Ich probiere es einfach mal. Ich speichere mal ganz schnell. Gucke dann, wo Gas Arrow. Oh, ja. Der ging ziemlich weit nach oben. Auf ein neues. Ich hoffe nur. Nein. Sorry. Einmal probiere ich noch. Ansonsten, ich habe nur tierisch Angst, dass ich mich mit den Dingern selber treffe. Wenn ich hier, nein, okay. Also, ich treffe sie offensichtlich nicht. Moment, ich werde noch einmal, ich will den Fall gerne wieder haben. Jetzt muss ich nur gucken. Es ist immer noch wahnsinnig hell hier. Jetzt nicht mehr. So könnte das Ganze doch funktionieren, Leute. So könnte das funktionieren. Ma, warum treffe ich die Säcke denn nicht? Okay, einen habe ich noch. Ich versuch's. Nee, ich treffe die nicht. Warum zum Henker treffe ich die nicht? Das ist doch zum Verrücktwerden. Ich muss näher ran, ne? Muss ich näher ran? Das ist doch Blödsinn. Ups. Nee, Rope Arrows will ich nicht. Gas Arrows will ich. Jetzt muss ich natürlich wieder gucken, dass ich hier jetzt auch wieder meinen Laufweg ein bisschen polstere. So, also wenn ich die jetzt von hier aus nicht treffe, Leute, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Sterbt. Ich bin zu blöd zu, ehrlich. Ich bin zu blöd dazu. Vielleicht muss ich ja da hoch oder ich muss irgendwie, was muss ich tun? Das ist doch Wahnsinn, ist doch. So, kommt. Ey, es wird aber langsam Zeit. Ich habe keinen Bock mehr, ey. Nee. Ich schieße mal über die drüber. Ich muss irgendwie auf eine erhöhte Position. Aber wie zum Henker mache ich das? Kann ich hier drauf? Natürlich. Tatsache. Ich kann hier drauf. Okay, dann versuche ich es von hier aus. In der Hoffnung, diesmal beide zu erwischen. Ich kann von hier aus nicht schießen. Ich kann von da aus nicht schießen. Vielleicht habe ich ja Glück und kann sie einfach so ausmachen. Könnte doch klappen. Escape while you can. The shadows will not show. A visitor has come into the light. Offensichtlich kann ich das nicht. Dann gute Nacht. Yep. So funktioniert es am Ende auch. Wundervoll. Sie haben mich zwar entdeckt, aber das ist mir vollkommen Wurst. What?
Ach, keine Ahnung. Ich glaube, da vorne geht es in den Hauptturm rein. Da will ich aber jetzt gerade gar nicht rein. Ich glaube auch, das waren die beiden einzigen, die hier rumgeschnaggelt sind. Bin bei 10 Minuten. Ganz kurz meine Nachricht lesen. Deshalb muss ich hier jetzt nicht mehr groß leise sein. Ich speichere aber trotzdem mal. Nur für den Fall der Fälle. Oh. Also das hier ist auf jeden Fall schon mal der Raum, in dem ich den letzten Schlüssel finden kann. Ist nur ein bisschen verzweigt. Und ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine wirkliche Ahnung, wo ich jetzt lang muss. Ich versuche einfach einen Weg nach oben zu finden. Und dann geht's mir gut. Ich glaube, die Reihenfolge, wie man diese Türme abarbeiten muss, ist relativ festgelegt. Deswegen wundert es mich, dass man von jedem Turm aus in den Hauptturm kann. Weil es eigentlich vollkommen überflüssig ist, von jedem aus in den Hauptturm zu kommen. Man muss ja eigentlich nur ein einziges Mal da rein und das ist... Mein Handy will gerade nicht laden. Verzeihung. Kleinen Moment. Weiter geht's. Meine Ohren spielen gerade ziemlich verrückt. Ich hoffe, da bahnt sich nicht wieder eine Mittelohrentzündung an. Ich habe gerade erst angefangen, in meinem Job zu arbeiten. Da kann ich doch nicht jetzt schon wieder krank sein. Ich hoffe, es ist hier oben niemand mehr. Sieht auf jeden Fall nicht so aus, als wenn hier noch irgendwer rumläuft. Ich speichere trotzdem mal. Weil... Wichtig. Jetzt ist die Frage, sind die Dinger da auch heiß? Nee, ne? Nee, sind sie nicht. Es ist nur ein bisschen tricky mit den Plattformen, die da vor dieser Kiste sind. Wie ihr vielleicht seht, die wechseln ihre Hitze immer so ein bisschen parallel, sag ich mal. Dann muss ich jetzt aufpassen, wenn die einen kalt werden. Muss ich auf die anderen drauf gehen. Also wenn die einen heiß werden, muss ich auf die anderen drauf gehen. Hilfe. Und. Shit. Oh. Au. Nein, scheiße. Ich habe mir wehgetan. Autsch. The Talisman. Uff. Okay, da muss ich mir aber jetzt nochmal einen Heiltrank gönnen, weil das hat Aua gemacht. Ziemlich sogar. Ich habe meine Stoppuhr jetzt ein, zweimal nicht gestoppt. Mein Timer, als ich irgendwie beschäftigt war. Aber ich sage einfach mal, ich mache so meine 25 Minuten, wie immer ungefähr. Und dann hat sich die Sache eher erledigt. So, jetzt habe ich hier natürlich keine Magier mehr, die mir auf den Senkel gehen können. Das ist gut. Das heißt, ich kann mich hier einfach auf den Rückweg machen. Hinunter in den Hauptturm. Da kann ich jetzt dann theoretisch einfach durch diese Tür da unten gehen. Und bin dann auch sofort im Hauptturm. Kann ich hier rüberspringen? Ich gehe lieber kein Risiko ein. Ich möchte hier auch möglichst lebendig wegkommen. Deshalb noch einmal speichern. So, Tür auf. Okay. Kommt da hinter mir einer? Oh. Hi. Kannst mir doch nicht erzählen, dass er mich nicht gesehen hat. Nothing there now. Ernsthaft? Er hat mich nicht gesehen? Ja, ich wollte schon sagen. Also das wäre jetzt Wahnsinn gewesen, wenn er mich nicht gesehen hätte. Stirb schon. Nein. Der holt doch Verstärkung. Scheiße. Warte. Ich mach das anders. Halt. Stehen geblieben. Wo zum Henker sehen? Aua. Ey. Das tut doch weh. Here's an arrow for you.
Hab auch einen für dich. You'll have to do better than that, Taffer. This way! Thief! Was? Nix. Ey, So bist du ein lustiger Kerl. Und ich wette, er schafft es auch noch, mich zu töten, ha? Huh? Das wäre so richtig mies. Hallo? Du gehst mir gerade ziemlich... Oh, jetzt lauf doch nicht immer... Ey, Alter! Ernsthaft? Bleib doch mal stehen! Du machst mich gerade echt... Boah! Heilige Scheiße, meine Güte. Das war jetzt alles andere als schlau. Ich glaube, ich mach das nochmal. Sorry, dass ich jetzt nochmal lade, aber das war mir echt gerade etwas zu hart. No. Please. Saw something. Nein, du hast nichts gesehen, mein Freund. Nothing now. Nothing now. Bitte seh mich nicht, bitte seh mich nicht. So, komm her. Fall einfach um. So. So ist das Ganze schon viel besser, so gefällt mir das auch. Jetzt mache ich da oben mal noch das Licht aus. Also, ich kam von hier und muss jetzt nach... Hä? Ist das richtig? Ja, ich kam von da. Dann bin ich jetzt aber etwas verwirrt. Achso, bin ich dem vorhin durch diese Tür hier hinterher gerannt? Okay, einmal speichern. So wie es aussieht, geht es hier dann jetzt zum Hauptturm. Und eigentlich würde ich jetzt eher sagen, ich... ich würde sagen, ich habe keine Ahnung, in welche Richtung es jetzt hier in diesem Turm geht. Ich glaube aber, es müsste eigentlich... Irgendwie müsste ich hier in die Mitte reinkommen. Genau, hier. Habe ich da einen Schlüssel für? Oh, ich habe da sogar einen Schlüssel für. Da kommt auch schon der nächste Feuermagier. Holy shit, nein, nicht gut. Nein. Lass mich. Ich gebe dir die Force of the Elements. Okay. Nur für den Fall. Ich weiß, sie sollten mich eigentlich nicht entdecken, aber ich konnte es jetzt halt nicht ändern. Keine Ahnung, wo der jetzt hingerannt ist. Ist mir eigentlich auch egal. Ich gehe jetzt einfach hier rein und dann ist gut. So, soll der ruhig weiter nach mir suchen? Ist mir jetzt Schmutzpiepe. Shadows reveal your cowardice, intruder. Sucht er jetzt tatsächlich immer noch nach mir? Offensichtlich sucht er aber an der falschen Stelle. Na, doch nicht ganz an der falschen Stelle. Ah, an unseen foe strikes at me. I shall return with others, rogue. Ach, shit. Ja, dann return du mal mit Others. Ist mir jetzt Schnurz. 8 old men up in a tower. 8 old men, only one with power. Turn away from the hand with the sword. Count 7 and find your reward. Zu Deutsch quasi 8 alte Männer hoch im Turm. 8 alte Männer, nur einer mit Kraft sozusagen. Dreh dich weg von der Hand mit dem Schwert, zähle 7 und du findest deinen Schatz sozusagen. Das reimt sich zwar im Deutschen nicht wirklich, aber das ist quasi das Rätsel, was uns am Ende zum... Ich muss da eigentlich nach oben und nicht nach unten, fällt mir gerade ein. Das ist das Rätsel, was uns zum Talisman führt.
Einziges Problem an der Sache ist nur, dass das Rätsel ein bisschen in die, ein bisschen in die Irre führt. Weil das nicht so ganz korrekt ist, was da steht. Wenn wir nämlich tatsächlich bis 7 zählen, sind wir nicht an dem Talisman, der... Also, ihr werdet auf jeden Fall sehen, wo das Problem liegt. Ich kann es euch eventuell demonstrieren, aber ich weiß nicht, ob ich dazu noch die nötige Power habe. Moment. Weil ich schon einiges an Leben eingebüßt habe hier. Warum gehe ich eigentlich immer noch weiter nach unten, wenn ich doch gesagt habe, dass ich nach oben muss? Weil ich noch ein bisschen einsammeln will hier, ne? Wäre wonderful, wenn ich hier noch ein bisschen was sammeln könnte. Ich würde aber sagen, den Magierturm, den Hauptturm, erkunde ich dann beim nächsten Mal. Ich habe keine Ahnung, ob der immer noch auf der Suche nach mir ist. Wenn er es ist, dann soll er gerne weitersuchen. Ist mir jetzt Schnurz. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, könnt ihr mir das ja gerne mal mit einer Bewertung zeigen. Ich hoffe, ihr bekommt hier jetzt keinen Rücken gefallen. Oh, hi. Lasst mir doch gerne ein Däumchen nach oben da, das würde mich sehr, sehr freuen. Schaut auch auf jeden Fall unten in die Videobeschreibung, denn da sind immer wichtige Links drin, wie ihr wisst. Und schaut dann auch gerne auf meiner Facebook-Seite vorbei. Findet sich ebenfalls unten in der Videobeschreibung. Da werdet ihr auf jeden Fall keines meiner Videos mehr verpassen. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao!